Willkommen zurück zu A Plumber for All Seasons. Hier ist immer noch Sommer, das ist schön, weil bei mir liegt im Moment sogar noch Schnee. Nicht sehr viel, aber ein bisschen noch. Und da ist so ein bisschen Wärme, genau das Richtige. Der Lotus-Effekt. Gucken wir mal in das Level rein. Der Lotus-Effekt ist ja normalerweise, wenn Schmutz und Wasser so abperlen, ne? Ohne an der Oberfläche haften zu bleiben. Aber hier handelt es sich ganz klassisch um die normalen Lotuspflanzen. Die sehen sogar fast so aus wie in Original Super Mario World. Nur mit ein bisschen mehr Pastellfarben. Power Up! Dankeschön. Die Plattform erinnert mich irgendwie an das eine Level aus Donkey Kong Country. Baumwipfel. Gedöns irgendwas. Komme ich da hoch? Zu dem lila Kollegen? Wo kommt das Zeug her? Aha. Regnet da irgendwo offscreen auf mich nieder. Lotus-Effekt hat also nur mit Lotus-Pflanzen zu tun. Moment, er steht gleich wieder auf. Vergesse ich irgendwie immer. Weil ich es gewohnt bin, die Koopas rauszukicken aus den Panzern und die dann halt nicht mehr aufstehen. Na, das sieht gefährlich aus. Oh oh. Das war ein schlechtes Timing, aber man muss es gar nicht besonders gut machen. Könnte allerdings sein, dass ich da oben jetzt irgendwas verpasst habe, ne? Naja. Wir werden es früher oder später auf jeden Fall herausfinden. Ich finde die Muncher extrem hübsch. Weil die Super Mario World Muncher, die sind so einfarbig fast, ne? So ein bisschen langweilig sehen die aus. Ich meine, Muncher sind Muncher. Da ist jetzt nicht besonders viel zum Gucken generell, aber trotzdem kann man was aus ihnen machen. Lotuspflanzen sind mein Untergang. Nein, nicht nochmal. Dankeschön. Mhm. So, da will ich auf jeden Fall hoch. Und dafür kriege ich mal überhaupt nichts. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Der Cooper hat hier einfach diese Plattform und für sich allein, ohne dass er irgendwas bewacht und versteckt. Das kann ich ja fast nicht glauben. Heppa. Ich check einfach mal alles aus. Wie viele Sternmünzen habe ich inzwischen? 2. Und der Checkpoint lässt noch auf sich warten. Da ist noch eine. Die nehmen wir mit. Bingo. Ah, die sind so schön groß. Ich mag die Sternmünzen. Da ist der Checkpoint. Tschüss. Was ist das für ein Viech? Eine Nacktschnecke. Ah. Boing. Nice. Finde ich cool, dass es ab und zu noch komplett neue Gegnertypen zu entdecken gibt. Ich fliege hier mal los, ja? Hui. Oh, da oben ist Ende. Stimmt, man kann den Knopf gedrückt lassen. Man muss nicht wie so ein Wedel umher drücken. Kann ich hier unten irgendwo stehen? Wo ist denn jetzt mein Schneckenfreund hin? Die finde ich ja mal richtig ulkig. Und vor allem sind sie gar nicht schleimig. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich an denen kleben bleibe oder so. Aber vielleicht haben die auch den Lotus-Effekt für sich gepachtet. Leben, stimmt, da war ja noch was, ne? Ich will 99 Leben erreichen für irgendwas, wurde mir versprochen im letzten Part. Noch ein Blatt? Nee, na, gerne doch. Ja, das wäre ohne Blatt ziemlich schwierig geworden. Mich würde ja mal fast interessieren, was passiert, wenn ich von vorne in die Reihen... Ah ja, die machen tatsächlich Schaden. Weiß nicht. Die hätten ja auch komplett freundlich sein können. Theoretisch. Kann ich die dann auch killen? Nein. Frage beantwortet. Sie sind also ein zweischneidiges Schwert. Die sind echt unverwundbar. Boing. Oh oh. Ist ja fast ein bisschen wie ein Wiggler. Nur, dass sie nicht wütend werden, wenn man sie als Trampolin benutzt. Ich mag das. Es hört sich schon ein bisschen wässrig an, wenn man auf die drauf springt. Ah! Lass mich mal schnell da unten durch. Ich mag das Design von diesem Level, muss ich ehrlich sagen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, da hochzukommen. Ich hoffe, ich hätte nicht den Tanuki-Suit behalten müssen. Nein. Marios Sprungfähigkeiten sind wie immer top-notch. Uff! Mhm. Ja, und der Schwierigkeitsgrad hat ein bisschen angezogen, seit wir im Sommer unterwegs sind. Ich bin echt mal drauf gespannt, wie weit das noch führt. Oh, die habe ich nicht gesehen. Gibt es hier überhaupt noch irgendwas zu entdecken? Ich habe alle Münzen, also kann ich hier jetzt eigentlich mal YOLO ins Ziel. Obwohl ich gar nicht realisiert habe, dass ich das machen muss. Weil das Zieldingens so weit oben war. Sehr schön, alle Münzen gefunden. Es geht wieder auf den, ja, was ist denn das eigentlich? Ein Vulkan? Lava considered harmful.
Die Lava wird als gefährlich eingestuft. Das sieht sehr hübsch aus. Fast ein bisschen wie fließender Honig und nicht wie Lava. Hi! Lavasäule. Das ist schon echt nice gemacht, ne? Dafür, dass die Grafiken selbst erstellt sind und solche Animationen da zu machen, ich glaube, das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Das habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen, dass da unter mir so eine Lava-Bubble ist. Hui! Könnte mir sogar vorstellen, dass das ein Insta-Kill dann ist, wenn man davon berührt wird. Ich meine, es ist immerhin, keine Ahnung, wie heiß ist Lava? 1800 Grad oder so? Ist jetzt einfach mal eine Zahl, die ich mir aus den Fingern sauge. Oder die ich aus meiner Erinnerung rausgrabe. Ich will mir angucken, was da ist. Wahrscheinlich nichts Nützliches, wie immer. Doch, ein Leben. So, Koopas am besten immer gleich wegschmeißen, sonst vergesse ich sowieso nur. Dass die wieder aufstehen. Und hat mich sogar noch durchgelassen. Das sind natürlich alles feste Blöcke. Wie mir schon fast gedacht. Das würde sich auch für eine Floßfahrt anbieten, diese hübsche Lava. Und dann noch dieser Hitzeeffekt im Hintergrund. Lass mich bloß in Ruhe. Ich wollte eine Floßfahrt, keine Seilfahrt. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Das passiert irgendwie so schnell, wenn man eine Feuerblume hat. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht. Ich weiß nicht, ob das gereicht hätte, mich da dran festzuhalten. Nein, es reicht nicht, aber damit wäre auch bestätigt, dass es kein Insta-Kill ist. Das ist ja schon mal etwas. Mega Flammensäule. Musste die jetzt wirklich zuerst nach unten gehen? Da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe echt Angst vor diesen Säulen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen besser aufpassen hier. Überlebt man das überhaupt oder muss man da wahnsinnig aufpassen? Naja. 2 Meter vom Checkpoint abzukratzen ist sowieso Pflicht. Dagegen kann ich mich nicht wehren. Ist halt so. Yippie! Liegt das Ding irgendwie ein bisschen quer? Oh Gott, wie sieht das denn aus? Marios Kletteranimation an diesem flachen Teil. Oh Gott, ich habe nicht drauf geachtet, dass da unten irgendwas war. Mhm. Aufmerksamkeit erhöhen, bitte. Easy. Sternmünze Nummer 4. Wieso macht denen das eigentlich nicht? Wieso werden die nicht gekillt von den Lavaströmen? Das finde ich irgendwie unfair. Oh oh. Mhm. Das ist doch bestimmt was Wichtiges hier. Bestimmt ist es was Wichtiges und ich treffe den Block nicht. Oh man. Können wir den nochmal respawnen? Vielleicht, wenn ich weit genug aus dem Bildschirm rauskomme, aber... Da ist es. Willst du mich eigentlich? Ich glaube, er will mich. So. Also das hätte ich jetzt zur Not auch noch 100 Mal gemacht. Das hätte mich ansonsten zu sehr beleidigt, dass ich da nicht rangekommen bin. Aha. Das ist echt nicht mehr ohne hier. Das macht aber voll Laune. So. Was geschieht hier? Lustiges. Ich lasse mich mal in die Münzen hier reinfahren, ja? Oh nein, ich muss voraus. Das wäre knapp geworden sonst. Mhm. Immer diese random Koopas noch. Gerade noch erwischt. Da hätte ich die schon mal komplett. Da muss ich mich nicht mehr drum sorgen. Das ist super interessant hier. Da oben ist wieder das White Yoshi Egg Logo. Ach ja, und ich habe mal nachgeguckt nochmal. Der Soundtrack, der ist tatsächlich original. Also den haben Leute tatsächlich extra nur für diesen Hack hier komponiert. Das ist natürlich wahnsinnig cool, ne? Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn diese ganzen epischen Tracks, die man so kennt, ja, überlebe ich das? Ja. Dass man die immer wieder mal hört. Aber es ist halt auch immer so ein Durcheinander, ja? Einmal Final Fantasy, dann wieder ein Mario-Spiel oder Zelda, Toho und was es nicht alles gibt. Und da fehlt dann immer so ein bisschen der Zusammenhang. Aber hier hat man wirklich das Gefühl, der Soundtrack ist halt auf das Spiel abgestimmt und es klingt alles so, als würde es wirklich zu einem Spiel gehören. Das ist schon echt nice.
So, wir sind zurück im Geisterhaus. Graveyard of the Nameless. Also die Idee finde ich eigentlich auch klasse, dass man die Insel immer wieder besucht. Und in den verschiedenen Jahreszeiten halt unterschiedliche Themen draus werden. Holy moly, sieht das gut aus. Dieser Wüsten-Hintergrund da. Die Knochen trocken. Ah! Ich weiß nicht. Die sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber trotzdem lustig. Wie komme ich denn daran? Oh. Knochen trocken können wieder aufstehen. Wer erinnert sich nicht? Ich. Was mache ich denn hier? Brauche ich hier einen silbernen P-Switch oder sowas? Weil hier komme ich nicht ran. Keine Chance. Tatsache, hier ist noch mehr, das von Manchern verdeckt ist. Da gibt es bestimmt irgendwo ein Geheimnis aufzudecken. Ich bräuchte allerdings einen Cooper dafür oder so. Damit ich diesen Block da aktivieren kann. Ha. Huh. Wie der mich verfolgt, der mit seinem Knutschmund. Ach, da geht's gar nicht rein. Okay. Ist mir auch neu. Sieht nach einem Rätsel aus, wenn ihr mich fragt. Dadurch, dass jetzt hier der Checkpoint schon ist. Hm. Das ist so hübsch. Wo führt mich denn das hin? Ohne Witz, Mann. Bin gerade super verwirrt. Weil das hier so geradlinig ist und ich irgendwie gefühlt schon drei Sachen übersprungen habe. Ach, das ist im Vordergrund? So, jetzt habe ich den Panzer, den ich wollte. Und da unten ist auch, ich weiß nicht, es könnte ein blassblau sein, es könnte allerdings auch Silber sein. Silber macht definitiv mehr Sinn. Also. Ich glaube, so langsam beginnt das Level Sinn zu machen. Müsst ihr mich jetzt hier so rigoros verfolgen? Ist das euer Ernst? Ich glaube, es hackt. Aha! Das ist allerdings ein normaler P-Switch. Jetzt frage ich mich halt, ob ich meinen Panzer dafür aufgeben soll oder nicht. Ich aktiviere den hier mal. Wo hätte ich denn das sonst machen müssen? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, der hilft mir aber nicht dabei, diese Mancha zu killen. Dafür brauche ich, wie gesagt, einen silbernen. Dang it. Das war schlecht. Das war schlecht. Was habe ich getan? Immerhin, das Power-Up kommt nochmal wieder. So, jetzt bin ich am Anfang des Levels. Super gemacht. Autschi. Die haben aber auch ein Talent, sich hier immer in den Weg zu stellen, Mann. Als ob sie darauf ausgerichtet wären. Schauen wir doch mal hier unten rein. Düdüdüdüd. Aber das, hier ging es ja irgendwie nur geradeaus. Und da unten, da würde ich gerne hin, komme ich aber nicht. Oh, wie hat denn das noch gereicht? Wenigstens ist der Panzer diesmal wirklich leer und ich muss nicht Angst haben, dass er wieder aufsteht. Ich zeige Ihnen meinen Hintern. Vielleicht bewegen Sie sich aus Ärger dann schneller. Ich wollte die Münze so sehr, dass mir der Buhu völlig egal war. So, jetzt habe ich zwei Panzer. Ist das nicht toll? Was habe ich denn übersehen? Wo soll ich denn diesen P-Switch benutzen? Ohne Witz. Oder sind da im Untergrund Blöcke, die sich in Münzen verwandeln? Ich bin jetzt einfach davon aus... Ach so, die, oder? Ja, klar. Das ist es halt manchmal mit Custom-Grafiken. So, ich kann mir hier sogar eine Abkürzung erschaffen. Mehr oder weniger. Mhm. Ihr kriegt mich nicht, trotz Riesenschädel. Doch, das ist sehr interessant gemacht. Na, oh. Diese Buhus. Die verfolgen einen total rigoros. Jetzt habe ich den silbernen P-Switch, krieg sogar nochmal ein Power-Up. Und, ja, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich die Double-Grabben? Wahrscheinlich nicht. Brauche ich, glaube ich, auch nicht. Kann ich das jetzt in einem Wisch machen? Also die Starcoin holen und dann anschließend in diese Röhre hier rein? Damit ich nicht nochmal den Weg unten durchlaufen muss? Yippie! Sieht gut aus.
Ich bin wieder eine Etage weiter unten. Links, rechts, oben, unten. Links ist immer eine gute Entscheidung, oder? In Mario. Da ist meistens das Secret. Und dieser Hack hält sich ja so hauptsächlich an die traditionellen Mario-Sachen. Es ärgert mich, dass ich mit meiner Feuerblume überhaupt nichts machen kann, um Gegner aus dem Weg zu schießen. So, Secret. Kein Secret. Mhm. Muss man das machen oder wäre da auch noch ein unsichtbarer Block gewesen? Naja, über den dicken wäre es einfacher gewesen. Zilio! Mega nices Level. Schöne Stimmung. Ein bisschen Rätsel. Nicht zu übertrieben. Hat mir gefallen. Und wir sind erneut beim Finale angekommen. Ocean Flower Aquarium. 2-7. Immer her damit. Hoppla, die wollte ja mal direkt angreifen. Aber sie hat nicht damit gerechnet, dass ich eine Feuerblume dabei habe. Blumen. Feuerblumen gegen Blumen. Mhm. Fast schon eine piratenhafte Atmosphäre hier. Da komme ich so nicht hin. Es sei denn, Wallclips sind nicht gepatcht. Glaube ich aber fast. Könnte ich mir vorstellen. Lotuspflanzen auch wieder am Stissel. Ach, das ist ein Schalter. Der den Wasserstand verändert. Einmalig? Ja, wahrscheinlich ist dieses Symbol hier im Hintergrund so ein bisschen wie in Banjo-Kazooie, das einem anzeigt, welcher Wasserstand erreicht wird. Damit komme ich jetzt auch ganz easy an die Coin. Blub, blub. Gab es hier am Anfang noch was ich jetzt einsammeln kann und vorher nicht? Sieht nicht danach aus, oder? Auch witzig, dass das Wasser nicht hinten aus diesen riesigen Fenstern wieder rausläuft. Magie. Ein riesiger Cheep-Cheep. Ich weiß nicht warum, aber ich finde solche riesigen Sprites immer mega cool. Und er ist sogar immun gegen mein Feuer. Na gut. Ah! Das hier bringt das Wasser ganz auf den unteren Stand, wenn man diesem Nupsi hier glauben kann. Tatsache. Und jetzt kann ich durch den durchrennen, weil er... Oh, er geht aber nicht kaputt. Er ist strong. Atlantis Aquaria. Wieso habe ich daran nicht als erstes gedacht, sondern an Banjo-Kazooie? Auch witzig. Bevor ich das jetzt hier umstelle, gucke ich erstmal ein bisschen. Aber sieht danach aus, als müsste ich das tun. Mhm. Dann hebt sich dieser Holzbalken physikalisch korrekt. Leben. Damit wird er bestimmt noch geiziger. Ach so. Doch, man kommt ja in frühere Welten zurück, stimmt. Man kann die Jahreszeit beliebig umstellen. Das ist hier mein Endgoal. Dann muss ich wohl nochmal einen Schalter finden, wo ich den Wasserpegel verändern kann. Mhm. Da oben ist einer, der es ganz nach unten bringt. Und hier ist einer, der es ganz nach oben bringt. Dann machen wir es doch in dieser Reihenfolge. Diese Pflanzen. Schlupp. Ich will immer durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Man kennt mich. Mhm. Vor den Blumen habe ich irgendwie echt am meisten Angst. Oder Respekt. Sagen wir mal Respekt. Angst wäre ein bisschen übertrieben. Die bewegen sich so schnell. So unblumenhaft. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der da bis nach oben springt. Nicht schlecht, Kollege. Wieso hat er das überhaupt gemacht? Oder macht das jetzt nur nicht mehr, weil er unter Wasser ist? Mhm. Hier geht's raus. Aber ich bin hier noch nicht fertig mit Erkunden. Hoppla. Ich will erstmal an dem dicken Cheep-Cheep vorbei. Ach, das geht ja jetzt gar nicht mehr, stimmt. Hm. Beziehungsweise, ich könnte wahrscheinlich schon durch den durchlaufen, wenn ich einfach den Hit tanke. Aber wer will das schon? Hier habe ich gleich zwei Schalter zur Auswahl. Ah. Vielleicht muss ich schnell genug da durch. Ah, ja, der zappelt relativ lange. Ich versuch's mal. Ich kann nicht einfach durch den durch und den Hit tanken. Interessant. Das ist halt voll nachteilig, wenn der zweite Schalter jetzt der wäre, wo man das Wasser wieder nach oben bringen könnte, ne? Aber so. Oh, er ist rausgefallen.
Ja, dann. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber finde ich natürlich prima. Coole Sache. Und ich komme sogar an der gleichen Stelle wieder raus. Mhm. Jetzt habe ich aber natürlich nach wie vor das Problem, dass der Kollege hier immer noch den Weg versperrt. Wo muss ich denn das nochmal umstellen? Und vor allem, wenn ich das Wasser irgendwo runterlasse, dann komme ich ja sowieso nicht mehr hoch. Rätschel über Rätschel. Ja, so halb hoch ist, finde ich, nicht schlecht. Das ist ja mehr als perfekt. Ich muss sagen, die Wasserlevel gefallen mir richtig gut in diesem Hack. Die haben so eine schöne Atmosphäre. Und vor allem so Halbwasserlevel mag ich eh. So ab und zu mal. Nicht nur. Da ist alles von diesen Holzbalken blockiert. Ich muss also erst einen Weg finden, das Wasser wieder zu verstellen. Lotuspflanzen! Die spielen halt mit meiner Geduld. Das ist das Fiese an den Lotuspflanzen. Mhm. Moment, das will ich noch nicht. Ja, doch. Sieht so aus, als müsste ich. Münze Nummer 3 erst. Oh, hoffentlich kriegen wir wieder einen coolen Custom-Boss am Ende. Weil der erste, der war schon mal nicht schlecht. Ah, und jedes Mal unterschätze ich das, ne? Wie weit die ihre Projektile schießen können. Das ist unfassbar. Ist doch einfach nicht fair. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Hier wieder beeilen? Machen wir das so. Was ist das hier eigentlich für Gestrüpp? Ich dachte, das wäre Korallen, aber das hier ist ja jetzt an Land. Die trocknen gerade aus. Wir müssen das Wasser wieder nach oben stellen. Ja. Was kann ich denn hier machen, um nicht getroffen zu werden und das schön zu machen? Dafür müssen erstmal die Blöcke weg. Nein! Ah, der geht unter wie ein nasser Sack Mehl. So. Jetzt geht das nämlich da durch und ich kann, ohne getroffen zu werden, darüber laufen. Das ist wunderschön. Ich lasse das Wasser mal auf der. Nein, ich lasse es nicht auf der Höhe. Der Cheep Cheep hat was dagegen. Gleichzeitig geht er auch in den Hintergrund irgendwie, damit man an ihm vorbeilaufen kann. Ha, ha, ha. Ich springe auf euren Köpfen rum. Ah! Die kann jetzt auf einmal nicht mehr so weit schießen. Und gerade das wäre mir zum Verhängnis geworden. Da ist die fette Bostie und es gibt nochmal einen Checkpoint dafür. Das finde ich sehr, sehr cool. War da unten jetzt noch was? Ah! Münzen, Münzen. Mir fehlt eine Münze. Wo hat er die denn versteckt? Da hinten komme ich nicht rein. Damn. Hab ich die jetzt echt ausgelassen? Egal. Gucken wir erstmal in den Boss rein. Wie cool ist das denn? Mhm. Ich kämpfe gegen eine riesige Feuerblume. Die, die mir in den letzten 30 Jahren immer so treu ergeben war. Ach, die hört gar nicht mehr damit auf, oder was? Ja, dann gibt's jetzt eins auf den Kopf. Oh, muss ich etwa den Schalter erreichen, damit ich die löschen kann? Am Ende? Boink. Da kommt schon die nächste Attacke. Wird sogar mit einem Pfeil angezeigt. Super nice. Wäre natürlich cleverer, wenn ich das irgendwie schaffe, die in der Mitte runterzulassen, ne? Genau da wollte ich es hinhaben. Ah, oh, wie lange ist die unverwundbar? Die ist ja genauso lange unverwundbar wie ich. Mhm. Ja, schießt du nur dein Zeug. Im Ernst, Mann, welcher Boss ist so lange unverwundbar? Das gibt direkt die Revanche. Power up. Jetzt weiß ich ja, womit ich es zu tun habe. Ich kann mich hier nicht bewegen. Ich kann hier die Blume nicht wegschnappen. Das wäre so ein cooles Yoshi's Island Easter Egg.
wo man den Kampf gegen Audrey gewinnen kann, bevor er überhaupt anfängt. So, nimm das. Diesmal hätte ich mir diese Unverwundbarkeit zunutze machen können. Ich sollte die nicht hier in der Mitte stoppen, das ist nicht clever. Weil dann steht sie mir anschließend im Weg. Diese Verzögerung! Haha, wie hat sie das denn geschafft? So, einmal hier. Okay. Das habe ich befürchtet. Ja. Als ob die genau jetzt da springen muss. Aber okay. Ich mag es, wenn man Bosse nicht einfach über den Haufen rennen kann. Oh, no, why? Ach komm, bring mich um. Ich will den Pilz haben. Als ob mich jetzt diese beiden Türwächter da noch in die Bredouille bringen. Gib her den Schmarrn. So, hast du dich ausgetanzt jetzt hier? In der ersten Phase, nenne ich es jetzt mal, springt sie ja nur umher. Dann fängt sie an, mit den Dingern zu schießen. Und dann kommt der Große. Ist eigentlich nicht besonders schwer, sich das zu merken. Nur sie hat ein sehr, sehr eigentümliches Timing, mit dem sie die Sachen macht. Schon wieder daneben? Bingo. Dann muss das jetzt halt noch weg hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Yes. Sie wird gelöscht. Was für ein Hammer-Boss. Ey, das ist mal ein richtig kreativer Custom-Boss. Nicht nur auf den Gegner draufspringen, bis er kaputt ist, sondern... Ne? Eine neue Jahreszeit wurde freigeschaltet. Und zwar der Autumn. Haha. Summer moved on. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ich würde sagen, oder? Ein Level schaffen wir auf jeden Fall noch. 3-1. Und mir fällt gerade ein, ich muss ja nochmal zurück. Ich habe ja im Schloss eine Münze ausgelassen. Boah, die kann ja wohl überall sein. Vielleicht an irgendeiner gemeinen Stelle, wo man das Wasser nochmal in die andere Richtung lenken muss oder so. War ich? Ich glaube, die Röhre habe ich vorhin schon gesehen, aber ich habe sie wieder vergessen gehabt, weil ich einfach zu fasziniert war von dem Ganzen. Ja, lass da mal hingehen. Hier war ich definitiv noch nicht. Und es ist ein Rätsel mit verschiedenen Wasserständen. Das heißt, erstmal runter, damit ich am Fisch vorbeikomme. Vielleicht sollen die auch nur ein Hindernis sein, hier, die Schalter. Und man darf sie nicht berühren. Sieht danach aus. Trollschalter. Achso, dann kann ich ja eigentlich jetzt mit Start Select hier raus, oder? Kann ich. Sehr schön. Alles abgeschlossen. 100% Sommer. Und die Speziallevel machen wir am Ende. Auf geht's in den Herbst. Ist der Sommer schon wieder vorbei. Und jetzt hat sich auch die Insel verändert. In ein goldenes Braun. Erstmal wieder das Standardlevel. Oh, Eicheln. Bringt man eigentlich auch nur so bei uns in Deutschland mit Herbst in Verbindung, oder? Eicheln? Ist das in anderen Ländern auch so? Jetzt habe ich wieder so einen Block ausgelassen. Und überhaupt alles. Chucks! Das ist das erste Mal, dass wir Chucks sehen. Oh. Aber sie haben nicht die Originalfarben, sondern die... Naja, die anderen Originalfarben. Sie sollten eigentlich ursprünglich so aussehen, mit den blauen Farben, auch in-game, in Super Mario World. Das erkennt man auch am Abspann, da sind sie nämlich so blau. Nur aus irgendeinem Grund haben sie es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sind sie mit freundlicher Unterstützung dabei. Und anstatt Footbälle zu schießen... Naja, wegrutschen kann man sie trotzdem nicht. Man weiß ja nie. Es sind also schon die Original-Chucks. Sie sehen nur ein bisschen anders aus. Wo bin ich stehen geblieben? Ich habe irgendwas mit Footbällen gesagt.
Ah, wie viel hält denn der aus? Ich dachte, what? Alter Schwede, ey, Chucks, die vermisst man schon ein bisschen in Mario Maker, oder? Die werden einfach das absolute Chaos. Boink! Aha. Normalerweise reicht es, ja danke, zweimal auf sie drauf zu schießen und dann einmal auf sie drauf zu springen. Das ist quasi der Quick Kill. Hat er das RNG aus den Eicheln rausgenommen? Also aus den Footbällen in Anführungsstrichen? Weil die hüpfen immer gleich hoch. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es keine Footbälle sind, sondern eben Eicheln. Eichelschacks. Und natürlich darf das Blatt nicht fehlen. Das passt hervorragend in diese Jahreszeit. Mhm. Wo kamen die denn jetzt her? Da ist gar kein Chuck. Das ist wie ein herrenloser Hund. Nice so. Ratatatazong. Und dafür gibt's einen Schweif ins Gesicht. Hätte ich den jetzt etwa am Leben lassen müssen? Ich versuch's mal mit dem Panzer wieder gerade zu biegen. Oder ich benutze meinen Schweif. So funktioniert's auch. Ist sicher ein Leben, oder? Na klar. Chuckboy? Sieht so aus, als müssten wir ein bisschen zusammenarbeiten. Das klappt. Wie einfach alles kaputt macht, Mensch. Und wenn jetzt da was Wichtiges drin war, eine Ranke oder ein Leben? Diese rasende Wut, sie ist unkontrollierbar. Chuck's am Ragen. Ja, siehste, da hätte ich den jetzt nämlich gut gebrauchen können. Gut, dass ich meinen... Ist das... Hat er mit Bedacht diese extra Plattform da noch hingemacht, falls man da durchgeglitscht wird? Wenn ja, dann muss man sagen, hat er sich wirklich sehr viele Gedanken um seinen Hack gemacht. Oh nein, das darf jetzt aber nicht wahr sein. Wo war denn dem seine Hitbox? Ich wollte nur das Power-Up noch einsammeln, bevor ich ins Ziel gehe. Man darf mit den Kollegen halt echt nicht rumspielen, ne? Habe ich jetzt davon. Man darf mit denen nicht rumspielen. Die killen einen. Bei jeder Gelegenheit. So, her mit dem Power-Up. Diesmal kriege ich es ohne zu sterben. Ich mähe die jetzt alle über den Haufen. Ich habe keine Rücksicht mehr. Pff. Nimm das! Wie viele Eicheln hat der denn da bitte gebunkert? Schönes Level. Ich mag das, dass das erste Level immer so ein Standard ist und dann entwickelt sich das immer weiter. Münzen habe ich alle. Okay, dann, es fällt mir wirklich schwer aufzuhören, aber für mich hört es ja nicht wirklich auf. Ich kann direkt den nächsten Part starten. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Aufnehmen hätte ich was gesagt. Und bis dann. Ciao.